Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauen-Stream. Ich hoffe es. Ich bin hier zu laut hier für mein Mikrofon. Okay, vielleicht ist es dichter dran. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Mein Timer hier aktualisieren. Ich sitze ja hier schon ein bisschen, ne? Updates und wie immer. Gleiches Ding. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wünsche euch einen wundervollen dritten Advent. Wir fangen heute mal wieder etwas früher an, damit wir in Ruhe und chillig Zeit haben. Ich habe ein bisschen versucht, oder umzustellen und so mit der Kamera. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass sie hin und wieder stehen bleibt und hakt. Weil am PC haben wir es nicht. Überlastet ist mein Laptop auch nicht. Keine Ahnung. Der Energy ist da. Wir machen aber gleich als erstes mal einen Matcha-Tee. Und da steht auch noch was. Ein bisschen rum. Also erstmal die Kekse und hier unterm Tisch tonnenweise Kekse, die ja bearbeitet werden müssen, damit wir sie nächste Woche verschenken können. Paar Päckchen nach Weihnachten, aber sehr viele Päckchen vor Weihnachten. Und ja, die werde ich dann nächste Woche alle irgendwie an den Mann bringen. Ich hoffe doch, dass ich das hinkriege. Wäre ja zu blöd, auch wenn man das zu spät macht, ne? Das geht ja nicht so wirklich. Ja, und mal gucken, wir werden heute überwiegend den Rest der Schokoglasur machen. Wir haben ja noch die vegane Schokolade und die weiße Schokolade. Dann den Rest mit Zuckerglasur. Ich hoffe, ich habe genug Pakete jetzt rausgestellt. Das sind 4 Pakete Puderzucker. Ich glaube, ich habe noch 2 oder so. Aber ich habe gemerkt, einige Kekse werden wir eh nicht glasieren. Zum Beispiel die mit Rosinen und den Walnüssen, damit auch der Geschmack und sowas noch bleibt. Weil ich finde, wenn zu viel Glasur drauf ist, dann schmeckst du ja gar nichts mehr vom Keks, sondern nur noch Zucker. Und das muss dann ja auch nicht sein. Ja, insofern fangen wir gleich mal an. Gleich. Und ihr müsst nichts tun. Ich muss heute was tun. Und ich werde meine Kartoffelchen kochen, nebenbei noch ein bisschen Essen machen. Und wir werden heute das mal austesten. Ich muss es sowieso irgendwann mal machen. Wir schrotten unser Handy heute. Ja, genau. Ja. Das wird wieder ein Problem. Also wir werden alle Platten nehmen. Ich weiß noch nicht wie, aber wir werden heute alle Platten nehmen, die wir nur können, um zu glasieren. Ich habe, glaube ich, auch noch nicht alles sauber gemacht hier. Ich nehme natürlich die Unterlegflächen, die ich nehmen kann für die Kekse, weil ich muss die auch überall irgendwo drauflegen. Und dann werden wir die Backbleche nehmen, die Glasplatten wahrscheinlich. Ja, ich habe heute mal nicht meinen Laptop rausgeholt. Nö, ich weiß ja auch nicht, fühle das irgendwie immer noch nicht. Aber wir werden schon mal als erstes die Kartoffeln anschmeißen. Und wir brauchen ja danach den Herd auf jeden Fall, um die Schokoglasur schon mal zu machen. Ich weiß jetzt nicht anteilig, was mehr oder weniger in diesem Schokoüberzug sein soll, damit das nicht so, ja, wir dürfen das nicht zu cremig machen oder keine Ahnung. Soll ich noch jemanden besuchen? Und ach ja, hör auf. Ich weiß von vorne bis hinten nicht, wie das alles ablaufen wird. Nee. Ich weiß es wirklich nicht. Die Kartoffeln kochen wir so, weil das ziemlich gute Kartoffeln sind. Und ich bin auch ein Fan davon, Kartoffeln mit Schale zu essen. Also mich stört das nicht. Und auch wenn ich das so sehe, können wir genau diesen Topf dann auch gleich benutzen. Ja, mit einem Stern drauf, genau. Für das Wasserbad, was wir dann ja machen müssen. Es ist übrigens nicht schlimm, wenn man die Kartoffeln vorher reinmacht und dann erst anfängt zu kochen. Das soll man, glaube ich, auch sogar so machen. Ich mache das nie. Eigentlich immer eher nicht. Ja. Und zwar, dann nehmen wir die Schüssel nachher, packen das da drauf. Das passt ganz gut. Glaube ich doch. Matcha-Tee. Und zwar, ich habe gebraucht den Mixer. Mir überlegt, ich habe ja so super Flaschen. Wo sind sie? Wo sind sie? Ich weiß nur nicht von der Menge jetzt her, weil das ist kein Liter. Ich hatte die Milch schon angebrochen für irgendwas, aber es ist noch 3/4 drin. Ich gucke. Riecht alles gut, habe ich sauber gemacht. Wunderbar, herrlichst.
lieber überprüfen. Wir brauchen aber trotzdem ein Behältnis, wo wir das anmischen, den Matcha Tee. Ich hätte auch die hier quasi als mit Deckel. Habe ich auch erst überlegt, aber dann habe ich mir gedacht, nö, ich trinke das lieber aus diesen Flaschen. Ich finde das ganz gut. Ja, doch, gefällt mir besser. Ja, ich auch. Genau. Ja, und heute haben wir ein bisschen mehr Zeit dann. Und chillig. Nachher will ich auch noch ein bisschen zocken. Also heute wird ein noch entspannter Tag, bevor die nächste stressige Woche losgeht. Die Hülle geholt für den Urlaub. Damit ich vielleicht auch unter Wasser ein bisschen filmen kann. So aufnahmetechnisch. Würde ich das schon ganz gerne tun. Und dann wäre es ja eigentlich schlau, das hier zu machen, kurz vorm Urlaub, damit wir das, falls es nicht funktioniert, das Handy schrotten können. Nein, Spaß. Aber ich müsste es dann ja einschicken. Und ich habe ja zwei Handys, Gott sei Dank, mit denen ich filme. Und ja, dann ist nicht so das Problem, das iPhone sich wieder zu besorgen. Ist zwar kacke dann, klar, aber ich nehme wieder den Agavendicksaft. Wie letztes Mal. Aber wir müssen ja die Schokolade klein machen. Oh je. Also ich werde die dann auch diesmal mischen. Wir haben ja jetzt noch drei Blöcke, was ziemlich viel ist eigentlich. Dann diese Dingsen. Und noch die vegane Schokolade. Also wir müssen nachher mal gucken, welche wir dann glasieren und welche nicht. Aber wie gesagt, ich wollte nicht alle Kekse glasieren. Weil, nö, finde ich eigentlich nicht so gut. Matcha. Ich glaube, ich nehme mal zwei Löffel. Wie gesagt, ich weiß immer die Menge nicht, aber wir waren gestern bei einem vietnamesischen veganen Restaurant, was sehr gut war. Aber ich habe da etwas erlebt, was ich schon lange nicht mehr erlebt habe. Nee, das habe ich wirklich schon lange nicht mehr erlebt. Die haben mich gekillt da, ey. Inwiefern, kann ich euch sagen. Also ich war erstmal darüber erstaunt, wie viele mittlerweile es Restaurants in Hamburg gibt an veganen Restaurants. Also früher, vor, sagen wir mal, 4 Jahren, also noch mal gar nicht so lange her, da war es so, da hast du gegoogelt, ja, hast nie irgendwelche, nee, du hast nie irgendwelche Ergebnisse gekriegt. Vielleicht mal 1, 2 Restaurants oder so. Ja, mittlerweile ganze Palette voll, alles voller veganen Restaurants. Ja, und dann hatten wir das da uns ausgesucht und ich habe eine, ich muss kurz leer machen. Ich glaube, der Matcha reicht mehr als genug. Jo. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen viel. Falls wir noch Agavendicksaft haben brauchen, hole ich gleich wieder raus. Ja, ist ein bisschen viel Scheiße. Ich muss noch eine Milch aufmachen. Das war jetzt so nicht gewollt. Aber egal. Nee, nicht egal, weil die Milch wieder hinter meiner Tür ist und die Kamera da steht. Kaka! Ja, dann nehmen wir mal die Mandelmilch. Die haben wir ja noch da offen. Nee. Die meisten machen das immer mit Hafermilch. Ja, also, boah, nee. Also, ich merke, wenn man zu viel da reinmacht, dann wirkt es sehr bitter. Ja, ist wirklich sehr, sehr bitter. Also, lieber ein bisschen mehr Milch wieder. Ein bisschen mehr Süße durch den Agavendicksaft. Naja, also was zur kompletten Eskalation führte, erzähle ich gleich. Erzähle ich gleich. Gleich kommt die Fortsetzung. Natürlich auch wieder Zucker, aber wenigstens besserer Zucker. Ich rede es mir zumindest ein. So, die Mandelmilch. Ich hätte es auch vorher noch mal schütteln können. Genau. Darf jetzt nicht so doll machen. Ich soll ein bisschen mehr machen, weil da ist eigentlich Platz genug drin. Hm. Ja, muss noch ein bisschen. Ich kann aber nicht so viel reinpacken jetzt, weil sonst, ja, ist ein bisschen zu voll, ne, das Ding. Also erstmal ein bisschen einkippen. Viel zu viel. Aber egal.
Ja, Matcha-Tee dann für die ganze Woche. Wird ja nicht schlecht, ne? Ist ein bisschen unterschätzt. Ich kenne da noch nicht so die Angaben messmäßig. Ja, und gleich ist alle. Können auch alles verwerten, genau, aber ein bisschen mehr Zucker muss rein. Die grüne Plare. Ich glaube, das ist sowieso 2 Liter, nee, 1,5. Wir haben ja noch einen, so ist ja nicht. Ich mache viel zu viel. Kein Problem, Jessie. Macht ja nichts. 1,5 Liter Milch. Macht ja nichts. Mit Agavendicksaft. Ein bisschen runterstellen da. Keiner gesehen. Und nochmal wieder ein bisschen mixen. Nee, geht nicht. Echt zu viel Pulver genommen, ne? Wahnsinn. Idiot. Aber es geht. Also so bitter ist es jetzt nicht mehr. Bisschen überschätzt. Macht ja nix. Das heißt, diese Flaschen sind Nonplusultra. Oha, okay. Na dann trinken wir den Rest so aus. Wenn das so passt. So, dann ab im Kühlschrank. Also ein bisschen schade ist, mit Eiswürfeln schmeckt das auch ziemlich Porno, muss man ehrlich sagen. Schimmel, ab im Kühlschrank. Yay, Matcha! Das ist too much, Matcha. Matcha-Tee. Energy mit Matcha, wunderbar. Der Start in den Tag. Ja. Nee. Also Eiswürfel sind schon ziemlich geil im Matcha-Tee, muss man ehrlich sagen. Verändert so ein bisschen den Geschmack. Haben wir aber nicht da, insofern nicht schlimm. Ich habe nie Eiswürfel da, ne? Muss ich ehrlich gestehen. Bin ich der Eiswürfel-Typ so? Auch im Sommer nicht. Nee, ist nicht so meins. Aber Matcha-Tee irgendwie komischerweise schon. Ich muss schon wieder eine Geschichte anmachen. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, nun kommen wir zu Bord. In Ruhe. Mit Tee. Yes. Ja, der Agavendicksaft richtet es. Ich würde es gerne mal wissen, wie das ist, was die asiatischen Mitmenschen da für Sachen reinmachen. Außer, ja, wie gesagt, wir müssen dann erst die vegane Schokolade machen dann natürlich. Außer Hafermilch. Genau. Lebensmittelfarbe, jo. Das ist meine Liste, die ich bestimmt noch erweitern werde. Und ansonsten haben wir alles. Die anderen Perlen werden wir wahrscheinlich gar nicht benutzen. Nö, ja, so ist in Ordnung. Wir machen die Schokolade gleich klein. Ich habe Hummeln im Arsch. Warum auch immer. Aber ich setze mich gleich nochmal. Ja, und irgendwie scheint schon wieder das Internet ständig wegzugehen. Wunderbar. Hm, Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich hier ändern oder was ich machen soll, damit wir keine Probleme haben. Mein Internet-Eingang ist auch schon so verstaubt, aber ich könnte rein tödisch ja mal LAN legen, ne? Das würde ja rein tödisch gehen. Warum mache ich das eigentlich nicht? Junge, ich döde, Alter. Ich meine, wir haben ja ein langes Kabel, so ist es ja nicht, ne? Wir haben 30 Meter Kabel gefühlt. So, mal gucken, was dann passiert. Vielleicht liegt es ja auch mal am Internet. Ah, Internet ist da.
So, dann dürfen wir heute aber auch keine Spirenzchen mit Abbrüchen mehr haben, ne? Wehe wenn. Ich erzähle gleich die Story des Jahrhunderts. Ich komme nicht dazu. Ich muss irgendwie heute erstmal. Hier ist erstmal Rambazamba. Oh, ich werde auch meine Kekse heute mitglasieren. Aber es ist halt, ja, es ist eine Menge, ne? Ich werde das nachher wieder alles im Flur legen. Meine Fenster sind auf, das heißt, ein frisches Lüftchen wird wehen. Und dann haben wir vielleicht das Glück, dass die auch nicht ganz so lange zum Trocknen brauchen. Wir müssen ja auch noch verpacken, ne? So, nun kommen wir zur Erzählung. Ist aber nicht ganz so kalt. Der Matcha-Tee. So, wo waren wir stehen geblieben? Also, das Video. Ich wollte auch noch was anderes gucken, ich habe es wieder vergessen. Oh, manchmal kickt so Alzheimer, das ist unglaublich. Mal kurz den Ton dafür wegmachen. So, jetzt darfst du aber keine Internetprobleme mehr machen, ne? Mein Lieber hier.